Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hinzner. Bitte sehr. Hohes Haus, die Kollegin Hamann hat es ja ganz deutlich gesagt, dass das Kindergartenwesen ja Landessache ist. Also die Bundesländer sind dafür zuständig, wie sie auch mit der Frage umgehen, ob es hier einen Rechtsanspruch für einen Kindergartenplatz gibt. Meines Erachtens nach meinem Wissen hat weder das Bundesland Wien noch Kärnten noch das Burgenland einen Rechtsanspruch hier umgesetzt. Und was ich auch weiß aus dem niederösterreichischen Gemeindebund, ist es auch nicht das vordringlichste Anliegen der sozialdemokratischen Gemeindevertreter. Aus vielerlei Gründen, weil natürlich auch die Gemeinden ihre finanziellen organisatorischen Ressourcen hier beitragen müssen. Überhaupt dürfen wir im Bereich des Kindergartenwesens nicht Äpfel und Birnen miteinander vertauschen und wechseln, weil ja natürlich auch die Bundesländer unterschiedliche Traditionen in der Kinderbetreuung haben. Zum Beispiel in Oberösterreich wird sämtliches Personal von den Gemeinden getragen. In Wien ist fast 2/3 der Betreuung in privaten Kindergärten. Tatsache ist aber, dass uns allen gemeinsam ist, Fortschritte in der Kinderbetreuung zu erzielen. Und da hat erst vor ein paar Monaten unsere Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Eitner die niederösterreichische Kindergartenoffensive vorgestellt. Die Eckpunkte dabei sind Gratisvormittag für alle Kinder und damit erstmalig auch für Kleinkinderbetreuung. Der Kindergarten ab 2 Jahren, die Gruppen werden kleiner. Kindergartenbetreuung macht nur mehr eine Woche Sommerpause und die flächendeckende Zusammenarbeit der Gemeinden, damit hier auch ein Kindergartenplatz gefunden werden kann. Und sehr geehrte Damen und Herren, selbst innerhalb der Gemeinden gibt es Unterschiede. Also ich bin stolz, dass die Stadtgemeinde Mödling fast 100% aller Kinder, wo die Eltern kommen, sagen, bitte nehmt es auf, ab 2,5 Jahren aufnehmen kann. Zurzeit, gebe ich zu, zurzeit während des Jahres haben wir 10 Kinder unter 2,5 Jahren, wo das nicht möglich war. Wenn ich allerdings in die SPÖ-Gemeinde Brunn am Gebirge schaue, eine sehr wohlhabende und reiche Industriegemeinde im Industriezentrum, da werden nur dann die Kinder aufgenommen, wenn mindestens ein Elternteil berufstätig ist. Ich kann nur sagen, lieber Rudi, nichts mit ganztägig, nichts mit ganzjährig, nichts mit gratis für alle, für die Kinder im Brunn am Gebirge. Als letzter Debattenredner der ÖVP darf ich den Mitgliedern des Hohen Hauses gesegnete Weihnachten, ein gutes neues Jahr sowie Gesundheit wünschen. Adieu, Wiener Hofburg, ein herzliches Grüß Gott und Servus im neuen Parlament. Applaus